Hallo ihr Lieben, es ist lange her, aber wir machen heute einmal mehr eine Trailer-Reaction. Wer mich mittlerweile kennengelernt hat, weiß, dass ich innerhalb des Jahres mich so langsam an das Genre Horror rangetraut habe. Ich habe davor natürlich auch Horrorfilme geschaut, auch Slasher geschaut und tatsächlich kommt dieses Jahr noch ein Slasher raus. Und der Teaser-Trailer ist gestern gedroppt, nämlich zu Eli Roths Thanksgiving. Und den Teaser-Trailer schaue ich mir jetzt einmal zum allerersten Mal an. Ich bin sehr gespannt. Und ja, lasst uns einfach mal reinschauen. Es ist angerichtet. Sony. Oh, Thanksgiving ist die Zeit der Dankbarkeit, in der wir uns an unsere reichen Segnungen erinnern. Ah, oh, eine Thanksgiving-Parade. Mit unseren Liebsten nicht gut zu feiern. Und es ist die Zeit, oh, in der die Familien zusammenkommen. Ich meine, ich wusste es ja schon irgendwo, aber... Ah! Oh nein! Nein! Bleib da fest, gekriegt ich das... Oh Gott! Lasst uns essen. Lasst uns essen, oh mein Gott! Was? Warte mal, was? Wait a minute. Okay, wir müssen ganz kurz darüber sprechen, dass wir einen Killer haben, der nicht nur eine Waffe bedient. Wir haben einen Killer, der mal eben jemanden an die Eistruhe da geklebt hat. Oh, ich will nicht wissen, wie die Frau da rauskommt und einfach mal eben die ganze Leatherface wird sie oder was, keine Ahnung, oh, unangenehm, Gänsehaut, allein bei der Vorstellung, dass sie sich die Haut abzieht und nur noch Fleisch da ist, oh, Patrick Dempsey als Police Officer ist sehr interessant, denn wir haben ihn schon mal in einem Slasher-Film gesehen, ebenso als Detective, also wird das keine Premiere für ihn, aber auf jeden Fall eine Neuauflage. Und da bin ich sehr gespannt, was Patrick Dempsey mit an Bord bringt für Thanksgiving. Interessanterweise ist Thanksgiving ja aus einem Fake-Trailer entstanden vor über 16 Jahren. Deswegen wird es ja sehr, ja, willkommen geheißen. Ich bin gespannt. Wir haben natürlich einige Teenager, wir haben Allison Ray mit dem Cast. Sind natürlich bekannte Namen mit dabei. Und... ja, ein guter Slasher zu Thanksgiving. Also ich glaube, ich werde dann nichts essen an Popcorn oder Nachos im Kinosaal. Ich finde es sehr interessant, dass wir halt eben einen Killer haben, der verschiedene Methoden anwendet und nicht nur eine typische. Nämlich, wir haben jetzt gerade gesehen, mal eben eine Eistruhe festgeklebt, eine Kreissäge gesehen, wir sehen eine Axt, ja. Wir sehen auch einfach, wie er jemanden den Nacken umdreht und es knackt einfach. Ich habe auch schon Angst vor dieser... Highschool-Szene. Nie gut. Vor allem Thanksgiving und diese Thanksgiving-Parades in Amerika geben ja voll die guten Settings, ja, voll die guten Möglichkeiten, mal eben jemanden darunter zu verstecken. Das ist ja so leicht, sich ja da zu verstecken. Und ich finde es schön, dass man hier einen anderen Feiertag nimmt, als einen sehr typischen anderen Horror, zum Horror passenden Feiertag. Auf jeden Fall. Oh, schon die Creeps bekommen. Potenzial ist auf jeden Fall da. Ich bin sehr, sehr gespannt, diesen Film dann tatsächlich ab dem 16.11. hier in Deutschland sehen zu können. Dann wird es auch schon schön dunkel draußen sein, wenn man abends ins Kino geht, ne? Das heißt, dann wird die Heimreise auch nochmal zum Horror-Trip. Ja, ich bin gespannt. Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, was ihr davon haltet, wie Eli Roth hier den Teaser-Trailer für Thanksgiving vorbereitet hat. Und ob ihr diesen Film schauen werdet, ob ihr jetzt hungrig auf mehr seid zu Thanksgiving. Da wird die Preiselbeersoße natürlich auch wahrscheinlich nicht die Preiselbeersoße sein, sag ich mal so. Ich bin auf jeden Fall gehypt. Ich hab dieses Jahr wirklich Blut geleckt, was Horrorfilme betrifft. Und ich bin so witzig. Gut, dass ich kein Stand-Up-Comedian bin. Mein Name ist nämlich Nadia und ja, lasst mir gerne einen Kommentar da. Vergesst nicht zu abonnieren und ein Like da zu lassen. Auch bei Sony vorbeizuschauen, wenn der gesamte Trailer droppen wird. Denn das wird höchstwahrscheinlich irgendwann in naher Zukunft vor dem Filmrelease sein. Und ja, schaut auf jeden Fall nochmal vorbei, wenn es dann später zu einem Review zu diesem Film kommt. Irgendwann dann im November.